ASMR-Zeug. Heute spielen wir wieder Minecraft in unserer 1.7 Minecraft ASMR-Welt. Und zwar bauen wir heute einen kleinen Stall für die ganzen Kühe und, na gut, Schweine sind gerade nicht hier, aber doch, da hinten ist ein Schwein. Und für Schweine und ihr legen ein paar kleine Felder an, wo wir dann unser Zeug anbauen können. Genau, das ist der Plan für heute. Tatsächlich habe ich auch schon alle Items bei mir hier im Inventar. So viel mehr brauchen wir auch gar nicht. Überwiegend Holz und Cobblestone. Ich habe schon mal angefangen, ein bisschen zu terraformen und ein bisschen Fläche frei zu machen. Und beim letzten Mal, der Kran sah ja komisch aus. Ich habe jetzt noch eine kleine Foundation mit dazu gebaut. Ich finde, jetzt sieht das ein ganzes Stück besser aus. Aber kommen wir wieder zurück hier zu den, zu der Scheune. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, jetzt hier zu bauen. Ob er weg, guck mal, hier ist sogar schon etwas frei. Und dann hier, ich würde sagen, das passt perfekt auch so. Und dann gehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nach hier drüben. Und haben jetzt hier eine kleine Foundation. Ich würde sagen, gehen dann jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 5 Blöcke nach oben. Also, dass ihr insgesamt dann bei 6 sind. Ich glaube, das passt ganz gut von der Größe her. Und das. Oh, perfektes MLG. Machen wir jetzt hier auf. Aua. Allen Seiten. Genau. Und. Zack, hier noch. Oh, wait. Da habe ich vergessen einen. Aber den können wir gleich auch noch ein bisschen später einfach dahin platzieren. Das sollte kein Problem sein. Dann bauen wir uns jetzt hier nach drüben. Beziehungsweise, ich habe das dort doch schon instinktiv richtig gemacht. Und wir bauen jetzt einfach hier diese Querbalken einfach. Kein Problem. Und die bauen wir einmal ringsherum. Machen das hier noch weg. Und dann bauen wir das hier noch drüben. Und schreib natürlich unbedingt gerne in die Kommentare, ob du noch irgendwelche anderen Gebäude hier auf unserer kleinen Farm sehen willst, wo du sagst, hey yo, das könnte hier reinpassen. Das brauchen wir unbedingt auf einer Farm. Und ja, dann auf jeden Fall bauen wir jetzt. Okay, wir brauchen erstmal. Wir brauchen noch ein paar Building Blocks. Und zwar nehmen wir uns dafür ganz klassisch Erde, die einfach hier in unserem schönen Haus dort oben. Ich habe tatsächlich mal unsere kleine Wohnung umstrukturiert. Oh, ja, weil ich ja immer im Glas gespawnt bin, wenn ich geschlafen habe. Das war ja immer ein bisschen ungeil. Ich denke mal, wir können mal als erstes hier ein paar Fackeln noch hin platzieren. Ich hab nicht mal genug Fackeln hier. Na egal, dann ist das eben so. Aber wir können uns mal noch ein Crafting Table craften. Und wir placen den einfach mal hier hin. Was wir jetzt noch brauchen, sind vor allem ganz viele Stairs. Dürfte reichen. Und genau, was wir jetzt machen ist, wir müssen es einfach ausprobieren. Das ist der Klassiker, dass man das falsch platziert. Genau. Wir müssen nochmal, weil das ist dumm, hier hoch zu gehen. Ich würde sagen, wir gehen genau hier hoch. Ist ein bisschen einfacher. Und jetzt bauen wir hier einfach, komm. Ui, das ist gar nicht so leicht, das hier zu platzieren alles. Ei, oder wir machen das von unten. Ich glaube, das geht einfacher, das von unten zu machen. Naja, außer man heißt Fresh ASMR, dann verkackt man das ein bisschen. So, und das gleiche machen wir jetzt mal auf der anderen Seite, um hier so einen kleinen Vorsprung sozusagen zu bauen. Kleines überstehendes Dach. Und jetzt müssen wir den hier machen und das die ganze Zeit wiederholen, bis wir oben sind. Beziehungsweise das gleiche machen wir jetzt hier, hier, hier und hier nochmal. Wait. Was habe ich denn hier platziert? Und so rum. Okay. Reicht immer noch nicht. Wir brauchen immer noch mehr. Hiervon. Ich würde mal sagen, wir machen einfach nochmal ein gutes Stück. So. Mit 24 sollten wir ganz gut dabei sein. Mal gucken, schaffen wir den Sprung. Yes, natürlich.
Und so, genau. Dann den hier. Wir brauchen jetzt hier einmal das, damit wir das Ganze. So hier. Das Ganze wird dorthin platziert. Und wir brauchen noch einmal davon welche und so ein paar Spruce Slabs. Denn dieses Slab kommt einfach hier oben drauf, um das Ganze so ein bisschen abzuschließen. Und dann gucken wir mal, wir platzieren hier. Und da. Hoch. Da. Nochmal hin. Und guck mal. So sieht das schon mal von einer Seite aus. Gefällt mir ganz gut. Finde ich ganz schön. Und wie doch die Sonne auch gerade untergeht. Ich streame jetzt gerade live auf Twitch. Twitch.tv/FreshASMR. Ich bin jetzt gerade live. Gibt wahrscheinlich Minecraft ASMR oder ein anderes entspanntes Spiel mit ASMR. Genau. Vom Ding her erstmal nicht verkehrt. Und das gleiche machen wir jetzt hier drüben, aber auch nochmal einfach, indessen da drüben die Sonne auch untergeht. Bauen wir hier das kleine Ding hoch einfach. Ja. Ganz, ganz easy. Und da ist immer ein bisschen hin und her gerenne, weil man die ja immer verkehrt rum platzieren muss. Und so, jetzt bauen wir hier auch noch dieses. Stay.
Layers weiterhin, damit sich das, ja, damit es natürlich nicht reinregnet und die ganzen Kühe und Tiere nicht nass werden, weil das wäre nicht so geil, wenn die alle sich am besten erkälten, die sich dann noch, ne? So, wir machen erstmal die Lane hier unten. Die ist, glaube ich, am einfachsten. Und die hier. Dann bauen wir die hier oben. Und jetzt die hier. Ganz einfach. Zack. Hoch. Den habe ich da verkehrt drum platziert. Dann machen wir den hier. Und die Reihe ist faktisch auch schon fertig. So, und zum Schluss kommt die oben. Wait. Das wird einmal ausgefüllt. Und obendrauf kommt nicht das hier. Das war falsch. Sondern obendrauf kommt. Da, wir brauchen wahrscheinlich Beamer-Dome, die 12. Oi. Jump'n'Run. Naja, nicht gerade meine Stärke. Insbesondere nicht in der 1.7 Minecraft-Version. Da ist das Ganze mit ASMR Jump'n'Run noch ein bisschen schwieriger. So. Jetzt ist das Dach eigentlich auch schon fertig. Guckt mal. Hat doch was kleinlich Süßes. Und jetzt können wir hier innen noch das Ganze ein bisschen schöner dekorieren, würde ich sagen. Das heißt, wir können das hier tatsächlich wieder rausnehmen. Und wir setzen das durch hier, Spruce Planks. Ich finde das schöner, wenn das so mit Spruce Planks gemacht ist. Keine Ahnung. Gefällt mir irgendwie mehr. Und zack, und zack. Und jetzt craften wir uns nochmal eine ganze Menge. Spruce Stairs. Und wir machen die überall hier drinnen. Mensch, immer diese Spruce Stairs, die man falsch rum platziert. So, zack, zack, zack. Guckt. Ja, ich mag das. Das gefällt mir ganz gut. Das gefällt mir ganz gut. Zack, zack. Und nach da drüben. Zack, 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 zack. Und zack. Und zack. Oh nein. Uns fehlen 2. Uns fehlen genau 2. Oh, was war das für ein creepy Geräusch? Mensch, das war ja ein creepy Geräusch. Reicht das? Nein. Wir müssen noch ein Meer umwandeln. So, okay. Und zack. Dann 1 und 2. Tada. Dann ist das soweit mehr oder weniger erstmal fertig. Gefällt mir. Und was wir jetzt noch machen, abgesehen davon, dass wir das ganze Zeug wieder bauen, ist, wir bauen gleich noch hier einen kleinen Kranz drumherum. Hier oben kommt nämlich nochmal überall. Oder machen wir das? Wir machen das erstmal nicht. Was wir auf jeden Fall machen, ist natürlich jetzt. Würde ich sagen. Und das brauchen wir auf jeden Fall auch noch in Zukunft. Wir machen nochmal 1, 2 Fackeln. Plus. So, sag mal her, 1, 2, 3. Und da. Damit die Tiere es natürlich auch schön warm und hell haben. So. Und wir bauen natürlich jetzt ein kleines Feld. Wir fangen an mit dem Feld hier drüben. Würde ich sagen. Okay, ich habe noch keine Zäune gebaut. Das ist schlecht. Wir müssen nämlich als erstes die Zäune bauen. So. Wow, das reicht ja nicht. Das hat sich von den alten zu den neuen Versionen nicht verändert. Das macht einfach eine Unmenge an. Zäune braucht oder Materialien für Zäune braucht. So, ich würde sagen, wir machen das Ganze hier. So. Nee, das gefällt mir nicht. So, ja. Und hier würde ich sagen, auch den Eingang. Und das wird dann so ein kleines. Oh, war hier ein Enderman unterwegs oder was? Warum war hier ein Enderman unterwegs? War hier, hat er uns etwas aus dem Boden, aus der Mine rausgenommen? Nee, okay, gut. Ich dachte schon. Dann, komm, machen wir hier noch. Wir haben ja so viel Holz, deswegen. Wir haben das Holz, ja. Ich meine, warum nicht Zäune draus craften, ne? Warum denn nicht?
Das ist jetzt hier Feld Nummer 1. Und ich würde sagen, in die Mitte, genau hier hin, kommt der Wassereimer. Das ist sogar, glaube ich, symmetrisch, was wir hier gebaut haben. Das war nicht mal gewollt, aber umso besser. Wenn das symmetrisch ist, können wir nämlich da und da eine Fackel drauf machen. Aber eigentlich müssen wir dann ja auch auf jede Seite so 4 Fackeln machen, oder? So hier eigentlich. Ja, perfekt. Holen uns nochmal Wasser. Die kleinen Felder hier lasse ich jetzt erstmal stehen. Einfach aus dem Grund, dass da noch Zeug nicht ganz ausgewachsen ist. Das kann noch auswachsen. Und dann machen wir uns jetzt aber weiter an das nächste Feld. Also nicht ausgewachsen ist auch falsch. Hier ist ja sogar schon was ausgewachsen. Und ich würde sagen, die Karotten können wir dann... Ui, nicht, dass sie hier... Die können wir dann schon mal dahin platzieren. So. Die können dann schon mal anfangen zu wachsen. Und das Weizen hier fängt auch schon an zu wachsen. Gefällt mir gut. Ah, genau. Dann machen wir hier drüben jetzt aber das nächste Feld. Okay, wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, auf jeden Fall, hier oben ist die... Ich würde sagen, wir fangen von, machen von oben nach unten. So. Dort. Hier soll kein Dort hin. Da soll Dort hin. Ich würde sagen, mit 3. Wir holen nochmal Wasser. Und auf der Ebene unteren Ecke machen wir vielleicht 4 bis 5. 4 bis 5, das müssen wir jetzt einfach mal gucken. Erstmal machen wir natürlich wieder Wasser hier hin. Ganz wichtig, weil ohne das geht das alles kaputt. 3, 4, 5. Ja, machen wir mal 6. So, hier ist, glaube ich, ganz geil. Und noch den hier. Da wirkt das einfach ein bisschen voluminöser, ein bisschen breiter. Hier oben auf den 3 können wir schon mal das Weizen anpflanzen, direkt daneben, neben den Tieren. Das wirkt dann einfach ein bisschen freier und offener. Und mir fällt gerade auf, wir haben nichts mehr zu essen. Und es wird auch schon wieder Nacht. Dort geht gerade die Sonne unter. Und wenn ich die Insel oder das sehe, vielleicht können wir irgendwann mal noch einen Leuchtturm bauen. Aber das ist dann eher was für die Zukunft. Und genau. Ich wollte eigentlich mal noch sagen, komme ich auch früh mit, ne? Ich wollte mal noch sagen, warum jetzt dieses Video ein bisschen mit Verspätung kam. Zum Glück hatte ich jetzt so viele Videos vorproduziert noch in der Rückhand vom letzten Mal. Und das Problem war, ich bin richtig krank geworden. Ich hatte eine Bronchitis oder halt so eine Vorstufe von der Grippe. Und das hat mich richtig mitgenommen und deswegen konnte ich jetzt länger nichts hochladen. Unsere Hake, die by the way bei 0 Durability ist, finde ich richtig gut. Finde ich richtig cool, dass wir eine Hake mit 0 Durability haben. Eigentlich müssten wir die fast aufheben. Eine Hake mit 0 Durability ist ja super. Upsala, da geht's nach unten. Wie machen wir das am besten? Geht das so hier? Ah nein, guck mal, das ist ja blödsinnig, das so zu machen. Das muss ja dahin. Das nicht dahin. Da rein bitte. Und jetzt craften uns mal nochmal eine neue. Ich würde sagen, diesmal machen wir uns aber eine. Kann ich Sticks aus verschiedenen? Ja. Ich würde sagen, diesmal machen wir uns eine Steinau. Weil wir als Farmer müssen natürlich in Zukunft auch mit einer besseren ausgestattet sein. So. Und dann machen wir hier noch ein Level weiter nach unten. Dafür brauchen wir aber erstmal wieder Wasser. Wait, ich bin ja auch blöd. Ich gehe die ganze Zeit zum Meer. Ich habe doch hier oben einen kleinen See. Da muss ich doch gar nicht jedes Mal zum Meer laufen. So, perfekt. Und dann machen wir jetzt hier. Und da. Tada. Wasser dahin. Und ich würde sagen, so hier. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Obwohl es komisch aussieht, wie das fließt, oder? Vielleicht müssen wir das so und so. Wait. Vielleicht müssen wir das noch und so machen. Jetzt sieht das nicht mehr so komisch aus, wenn das fließt. Jetzt sieht das aus, als wäre es da. Ja, das ist schon viel besser, oder? So, hier. Und die letzte Ebene, würde ich sagen, ist doch noch hier ganz unten.
auf Fußebene. Da müssen wir uns nicht jedes Mal so blöd da hochbeugen, wenn wir das erste Feld bestellen. Deswegen zack, dahin und zack. So, und so hier. Ich würde sagen, das ist es. Und jetzt mache ich mich noch auf die Suche nach ein paar Seeds und wir pflanzen das hier mal alles an. Okay, wir nehmen hier gerade noch ein paar Schweine mit, die wir dann in unseren kleinen Stall reinmachen können. Hoffentlich hauen die uns jetzt nicht gleich ab hier, wenn die den Stall sehen. Aber ich denke mal, die sollten damit keine Probleme haben. Du auch noch. Komm mal her, komm mal her. Guck, komm mal her. Hallo. Ja, okay, jetzt haben wir ihn. Guck mal, jetzt haben wir ihn. Jetzt kommt er aber bestimmt mit rein, oder? Hallo? Komm mal mit her. Komm mal her. Ja, hier. Dem ist ein Pathfinding. Ja, okay. Jetzt haben wir sie. So, viel Spaß. Lasst es euch schmecken. Und dann haben wir noch ein Babyschwein. Das andere können wir jetzt hier gleich nochmal anpflanzen, würde ich sagen. Auf unserem kleinen Karottenfeld. Und reicht das? Oh, das reicht perfekt. Guck mal, als hätte ich es gewusst. Ist das nicht geil, die wir auf unserem Feld hier oben anpflanzen können. Und zack, 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 zack. Da, da, da. Oh je, da habe ich was kaputt gemacht. Da ist nämlich immer die Gefahr hierbei. Aber ich denke mal, das hat doch was, oder? Es fehlen nur noch ein paar Kühe. Okay, wir haben unsere erste Kuh hier bei uns. Das war jetzt übelster Krampf, die wir hier hinzubekommen. Zack, der erste Kuh ist drin. Jetzt fehlt nur noch mindestens ein weiterer. Ich bin echt zufrieden bisher, wie unsere kleine Farm hier aussieht. Die wächst und wächst mit Folge von Folge zu Folge. Und ich hoffe, soweit gefällt sie euch auch. Genauso sehr wie mir. Und zack, komm mal mit. Alle schön hier reinkommen, bitte. Perfekt, passt mal auf. Und jetzt machen wir das zu. Und eins und zwei. Jetzt gibt es noch ein kleines Kuhbaby. Perfekt, gefällt mir soweit unser kleiner Stall und unser Feld. Dann kann ich dir jetzt ein was empfehlen, und zwar dir das letzte Video hier anzuschauen, wo wir diese coole Mineneingang gebaut haben. Kannst du dir einfach auf den